So, weiter geht's im wunderschönen Kerker. Wir müssen weiterreden mit dem Prinzen über. Ich werde nicht sagen, dass ich tot bin. Nicht mal, wenn ich tot bin. I'm afraid you'll have no choice. Part of the process of resurrection ensures that you'll serve the living to the full extent of your ability. You'll be glad to answer any questions you might have. Und wie ist der denn Fürst geworden, dieser Arsch? That is a story. I only know the parts of the legend that Balthazar found in his reading. I guess we don't have anywhere to go, so I might as well tell you. According to the legend, our ancestors created this world and populated it with the weak races. Those races continually warred with each other, so our ancestors decided to sleep until everyone began to get along. Presumably, when that happened, our ancestors auch nicht schlecht. Schlafen so lange, bis die Völker friedlich werden. Ja, ob das auch heutzutage klappt? I guess they made Abarak a little too hostile for the weaker races. The heat and impure air were killing more of them than their petty wars were. So they banded together much sooner than anticipated and roused our ancestors. They arose to discover that the world was killing the races instead of nurturing them. They also found that there was nothing that they could do to save them. It required all of their magic just to keep themselves alive. So they selected a handful of members from each race, placed them in the sleep chambers from which they had just risen, and waited for something called the interconnection. The books were a little unclear about this time. All they say is that it would make life much better on Abarak. Clytus I was a member of the High Council at that time. One day, he arrived in the council session with a powerful magic scepter. With it, he convinced the others to found a monarchy, with himself as the dynast, the ruler. The line has continued unbroken, as far as I can tell, to this day. Each new son takes up the scepter of rulership and becomes the new dynast. The man who tossed us in this dungeon is Clytus XIV. It's said that the 14 bekloppte Clytus, wie auch immer, bis jetzt. No one wants to confront such raw magic, so he remains in power. Clytus I did do something right, though. He introduced us to necromancy. It's only by bringing back our dead that we have been able to stay alive. He even sacrificed his own personal servant as the first experiment. Was mit den anderen schwachen Rachen, schwächeren Rassen passiert? There was no way to save them. It must have been horrible to watch them die, completely helpless to do anything. Existiert der Rat noch? Sicherlich nicht. No. Clytus I disbanded it when he created the monarchy. My ancestor was a member. This amulet I wear was a badge of his office. It's been in my family ever since, and I wear it proudly. Ja, findest du Totenbeschwörung so toll? It's hard to question something that is such a fundamental part of your life. But Balthazar has raised some interesting points. He believes that we should be concentrating on rediscovering the old, lost magic arts. If we used our magic to make our lives better, we wouldn't need to bring back the dead. To be totally honest, seeing my father resurrected into a shadow of his former self was chilling. I don't look forward to dying myself, or to the inevitable result. Ja, das glaube ich auch. Sounds like he's the product of a little too much inbreeding. I know nothing about Clytus's specific lineage, but madness is a symptom of inbreeding, and he is certainly displaying that. Wenn Clytus Scepter einen Mann zu Staub verwandeln kann, warum hat er das dann das Gift? If Clytus's scepter can turn a man to dust, why does he bother with poison? He still needs information from me. I assume the same is true for you. If he destroyed us, the information would be lost as well. If he kills us with poison, we are undamaged. Then he can resurrect us and demand the information he wants. Since the dead always serve the living, we'll have no choice but to tell him everything. Also ohne Zepter wäre nicht an der Macht, meinst du? If Clytus didn't have this scepter, he wouldn't be in charge? I would challenge him myself if I could count on a fair fight. My claim to the throne is as strong. My ancestor was also a member of the High Council. These are all pipe dreams, though. His scepter would make dust of them and me. Der Leibdiener? Stimmt, gestorben. Shortly after he rose to power, Clytus I sent him away. I believe he was banished to the ancestral home of the dwarves. In fact,
Das ist der Typ, den wir getroffen haben, den Diener da, mit dem Tesavi. Faszinierend. Was passiert, wenn er sich entschließt, sein Opfer am Leben zu halten oder wenn jemand aus Versehen das Gift trinkt? Ist es zu spät oder gibt es ein Gegengift? Someone accidentally drinks the poison. Is it too late, or is there an antidote? There is an antidote, though it's unlikely we'll ever get our hands on it. I overheard some of the guards talking about it when they were planning to sneak wine from the banquet room's bar. The bar contains a variety of liqueurs in a wide array of colors. As you're aware, the poisoned wine is in a red bottle. The antidote is in a clear bottle. It's useless to even think about it, though. Even if we could get out of these chains, we'd never make it past all the guards. Abwarten. Ja, was ist mit diesem Hund los? Wieso guckt er uns an? Will er uns fressen? Why is that dog watching us? Is he just waiting for us to die so he can chew on our bones? That's Clytus's personal hunting hound. The guards have orders to let him go anywhere he wants, so he has run of the palace. He's probably here because he's curious. They don't get many new visitors. I don't hold it against the hound that he belongs to Clytus. He seems nice enough. Until you came, he was my only company. Guter Bauwi. Den können wir noch ausnutzen. Ist den Spruch jetzt doch sagen, dass alles Bauern sind? You're a prince? What? It's a... We boarded our entire... Das hatte ich schon gehabt, ne? Ja, hatte ich schon. Ja, nimm mit dem Spruch trotzdem. Ich will alles mit dem quatschen. Und dein Bauer, sein Volk Bauern, oder was? Wir sind meistens friedliche Menschen, aber wir haben einige Reserven von todesfeindlichen Truppen. Das bedeutet nicht viel, aber... While Clytus holds the scepter of rulership, he could turn my army into dust before it even got into position. Let's back up a step. Suit yourself. Let's talk about something else. All right. I don't have much else to do. I'd like to rest now. I understand. I'm feeling sick and tired myself. I'm sure it's the poison, not the conversation. Oh, sie fühlen sich schwächer. Ich glaube, ich speichere mal ab. Ich habe die Befürchtung, dass ich im Laufe der Zeit sterben werde. Also muss ich wahrscheinlich schnell irgendwas machen. Guck uns mal den Mauvi an. Der Hund ist keineswegs heruntergekommen. Sein Fell ist dicht und gepflegt. Seine Augen sind klar und wachsam. Er sieht kräftig und gut im Futter aus. Es ist sicher, dass sich jemand um ihn kümmert. Er liegt an der Tür und beobachtet sie mit halbgeschlossenen Augen. Daumenschraube. Außer Reichweite. Kann ich streicheln? Außer Reichweite. Ja, dann kriegst du das Fleisch hier. Sie werfen dem Hund das Fleisch zu. Es landet ein paar Handbreit von ihnen entfernt. Der Hund zeigt Desinteresse. Offensichtlich hat er gerade gefressen. Ja, da haben wir doch unseren Spruch gelernt. Hunger. Ich werde dir Hunger beibringen. Verdammter Hund. Sie zeichnet die Runenstruktur in die Luft. Sie schwebt zu dem neugierigen Hund, der einen Bissen davon nehmen möchte. Stattdessen sinkt sie in ihn ein. Sofort läuft dem Hund der Speichel aus dem Mund. Er sieht sich nach etwas, irgendetwas zu fressen um. Hauptsache nicht uns. Der Hund sieht das auf dem Boden liegende rohe Steak. Er springt neben sie und zerreißt das blutige Stück, als ob es um sein Leben ginge. Alright. Und jetzt? Streicheln. Der Hund wedelt mit dem Schwanz. Er scheint sie zu mögen. Juhu! Sie werden noch schwächer. Oh oh. Ich glaube, ich sollte schnell was machen. Kann ich nicht in ihn einsteigen irgendwie? Also es gibt doch irgendwie dieses... Transfer irgendwie. Schutz, Besitz, Transport. Nee. Transport? Ist das Transport? Nee, nicht Transport. Besitz? Nee. Ich glaube, Besitz war das. Ich will jetzt Hund sein. Ja, es klappt. Sie zeichnen die Rune in die Luft und legen ihre Hand auf das Fell des Hundes. Die Magie beginnt zu wirken. Sie werden ganz steif, als ihre Seele abwandert. Alles dreht sich und sie brechen in Panik aus. Dann wird alles schwarz. Oh. Die Dunkelheit hält nicht lange an. Sie sind schnell wieder bei Sinnen, stellen aber gleichzeitig fest, dass es nicht die gleichen Sinne waren, die sie erwartet hatten. Sie können nur noch Grautöne erkennen und ihr Hör- und Riechvermögen hat sich enorm verbessert. Sie merken, dass sie in dem Hund sind und dass dieser Hund trainiert wurde, Spuren zu sichern. Das muss Kletos königlicher Jagdhund sein. Da hänge ich. Muss ich jetzt hinmachen? Ich mach mal lieber einen neuen Save. Ich hab Angst, dass ich irgendwas versaue jetzt. Hund. Oh Gott, ist aber schwarz-weiß alles jetzt.
gut. Finden sich einer vielen Gänge, die durch den Keller des Palastes führen. Eine Treppe geht in die belebteren Bereiche. Ich muss bestimmt jetzt das Gegengift holen, ne? Dicke Tür lässt sie nicht eintreten. Sie ist zwar verschlossen, aber ein Hund führt Fähigkeit, sie zu öffnen. Nicht verschlossen. Sie trotten die Treppen hoch und kommen an Wachen vorbei, die ihnen den Kopf tätscheln und lächeln, als sie aber vorbeilassen. Es scheint, als ob dieser Hund vom Palast weggelaufen sei. Nach weiteren Erkundungen, wobei sie ihre Nase in viele leere Räume gesteckt haben, entdecken sie den Bankettsaal, in den sie geführt wurden. Es hat sie eine ganze Weile gekostet, ihn zu finden, und sie machen sich schon Sorgen um den Zustand ihres Körpers. Ja, ich auch. Und wenn ich sie bald immer Hund für immer. Jo. Ein langer Tisch führt den Bankettsaal fast aus, aber es gibt noch eine feuchte Bar mit einigen Flaschen am inneren Ende. Es ist eine feuchte Bar. Tischdecke. Auf dem Banketttisch liegt eine weiße Tischdecke mit einem Rand von Linien, die hinter den farbigen Flaschen unterbrochen wird. Von ihrem früheren Besuch wissen sie, dass jede Linie eine andere Farbe hat, und sie können sie, auch wenn sie ein Hund sind, an den verschiedenen Grautönen erkennen. Was? Gucken wir mal an, ne? Wie? Weiße Tischdecke über den Rand von Linien, der hinter den farbigen Flaschen unterbrochen wird. Ich frage mich so, wissen Sie, dass jede Linie eine andere Farbe hat. Das weiß ich doch nicht mehr. Ich habe mir nicht angeguckt, die Tischdecke. Hä? Ich konnte mir doch gar nicht angucken. Oder doch? Scheiße. Muss ich jetzt raten, wa? Kacke. Okay, speichern. Puh. Weiß ich nicht. Schnappen Sie die Flasche und kann ich angucken irgendwie? Achso. Fallen lassen. Nehmen wir mal die vierte. Trinken wir die mal. Ja, wie denn? Achso, müssen wir zurückgehen, ne? Ja. Hier. Berühren. So, probieren wir mal. Blaue Flasche. Ne, sollte irgendwie nicht blau sein, sondern durchsichtig, ne? Ich kann auch probieren, was passiert. Mein Gott, nimm die Flasche. Das Gift ist nicht geheilt. Gut, laden wir gleich nochmal. Das müssen durch eine helle. Also, ich sehe ja, welche Farbe das hat, weil ich es runterbringe. Ja, weiß ich, dann nehme ich jetzt einfach die zweite mal oder so. Bringen wir das mal aus. Ich sehe gerade, ich kann bestimmt den Schlüssel auch nehmen, wa? Nein, Schlüssel. Achso. Hier. Hier. Und hier. So, zurückverwandeln. Das sieht schon besser aus, durchsichtig. Das könnte die richtige sein. Nehmen wir mal. Trinken wir mal. Sie nehmen einen großen Schluck aus der klaren Flasche, dankbar, dass sie von den farbigen Flaschen unterscheiden konnten, da sie die verschiedenfarbigen Streifen Tischdecke alle gezeigt hat. Ja, absolut, so habe ich es auch rausbekommen. Absoluter Zufall. Sie spüren die Wirkung sofort. Die Krämpfe in ihrem Magen lösen sich und ihre Glieder fühlen sich nicht mehr schwer an. Sie fühlen, dass die Flüssigkeit sie geheilt hat. Sehr gut. Der Schlüssel aber auch gleich. Aber die Zeit wird knapp. Und der Hund ist in unserem Inventar. Das kann ich eigentlich nur aus Monkey Island. Ist egal. Ja, die Zeit ist knapp, deswegen sag ich mal, machen wir wieder einen kleinen Break und brechen den beim nächsten Mal aus. Versprochen.